Herr Dr. Gysi, Sie haben bereits den Burgenlandkreis schon einmal besucht. Wie gefällt es Ihnen hier? Eigentlich ist hier eine schöne Forstgegend. Ich sage immer, der größte Vorzug deutscher Wälder besteht in den vielen verschiedenen Grüns. Deshalb laufe ich auch gerne durch. Aber früher gab es hier mehr Industrie, fast alles weg. Da gebe ich Ihnen recht. Nach meiner Sprache hören Sie, dass ich von der anderen Seite komme. Ich bin zwar geboren hier. Sie wurden ab 1962 zum Facharbeiter für Rinderzucht ausgebildet. Erst danach absolvierten Sie ein Studium der Rechtswissenschaft. Das sind zwei sehr verschiedene Berufe. Was ist Ihr Traumberuf? Also das war zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich. Mit 3 Jahren wollte ich Gepäckträger werden. Heute würde ich mir vorstellen, so Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ist ja auch was Spannendes. Also wenn, dann so ganz woanders hin, sage ich mal. Aber der Rinderzüchter ist natürlich wichtig, wenn man Politiker wird, weil wenn ich nicht melken könnte, wäre ich ja völlig deplatziert in der Politik. Super. Jetzt ein bisschen Politik mal. Ganz ohne Politik geht es auch nicht. Welches große Ziel verfolgen Sie in Ihrer politischen Laufbahn? Welche Änderungen würden Sie glücklich machen? Also mich würde glücklich machen, wenn wir endlich mal die Menschheit zur Vernunft käme und wir ohne Elend, ohne Hunger, ohne Kriege auskämen. Dass uns das immer noch begleitet nach tausenden Jahren Menschheitsgeschichte oder Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, finde ich schon dramatisch. Übrigens, am Rande, das sende ich dann Ihnen zu per E-Mail, bevor wir es freigeben. Was halten Sie von der These? Politik sollte nicht versprechen, was über das hinausgeht, was in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft geleistet werden kann. Sie soll den Menschen nur eines geben, friedliche, ungestörte Entwicklung des materiellen Wohlstands für alle, um so von ihnen die äußeren Ursachen von Schmerz und Leid fernzuhalten, soweit das überhaupt in der Macht gesellschaftlicher Einrichtungen steht. Leid zu mindern, Freude zu mehren, das sollte das Ziel sein. Das klingt ungeheuer edel und gut, aber davon sind wir meilenweit entfernt. Nur, ich muss auch sagen, auch Schulden können berechtigt sein. Wenn ich eine Schule brauche, brauche ich eine Schule. Und wenn die Kinder dann dort ausgebildet werden, macht das auch wieder Sinn. Dann können sie das auch abbezahlen. Aber wenn ich das natürlich für sinnlose Kriege ausgebe, ist es völlig daneben. Ja. Aber natürlich, solche Verhältnisse muss man anstreben. Noch einen Satz und dann kommt man zum Ende. Politik darf keine Partei der Einzelinteressen sein, weil sie keinem Einzelnen und keiner Gruppe irgendeinen Sondervorteil versprechen oder verschaffen sollte. Unsere Strukturen sehen anders aus. Also die FDP vertritt natürlich bestimmte Einzelinteressen und wird deshalb zwar jetzt zunehmend geringer gewählt, aber trotzdem in einem bestimmten Umfang. Die Frage ist, wie man dann unterschiedliche Interessen zusammenführt. Man muss immer eins wissen, wenn ich bestimmte Interessen vertrete, verletze ich andere Interessen. Das ist so, weil ja die Interessen der Menschen nicht gleich sind, sondern zum Teil auch gegeneinander stehen. Aber im Kern haben Sie recht, es darf kein Lobbyismus herrschen. Das ist die Katastrophe, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben. Und jetzt war ich ein bisschen unfair. Das waren 2 Sätze von 2 ganz bekannten liberalen Menschen. Einmal von Hayek und einmal von Mises. Eigentlich die wahre liberale Politik. Das habe ich ja erkannt. Und leider finden wir es nicht mehr vor. Und ich wollte eigentlich nur die Frage stellen, sollte man nicht in der heutigen Zeit manchmal über die eigene Grenze hinweggehen und vielleicht auch mal ganz neue Bündnisse sehen oder erkennen? Ja, muss man auch. Ich bin zum Beispiel das, aber ich erkläre Ihnen jetzt nicht, was das heißt, ein libertärer Sozialist. Verstehe ich. Ich will Ihnen mal erklären, was das bedeutet. Verstehe ich. Das verstehe ich. Alles klar. Danke. Tschüss. Ein Bild bitte noch für uns.